Randalierer gemeldet wurde, ist für die Beamten Dringlichkeit gegeben und mehrere Streifen treffen ein. Wir sind hergestellt worden wegen einer randalierenden Person. Im Moment ist es so, dass der Herr unbedingt in das Pflegeheim rein möchte, weil dort offensichtlich seine Schwester untergebracht ist und er das Ladegerät für sein Handy bei ihr vergessen hat, offensichtlich noch einen Besuch, nehme ich an. Und das möchte er halt jetzt ob mit Nachdruck wieder haben oder sich holen. Ich gehe zu Fuß nach Uhr. Und dürfte schon der zweite oder dritte Einsatz sein, was der Herr ausgelöst hat. Und ich wollte mein Ladegerät und das ist ein technisches Arschloch, lass mich nicht rein. Die Kollegen fährt das jetzt hier. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt 8 Polizisten mit einem Ladegerät, das kostet mehr Geld. Na, mein Ladegerät sind wir nicht da. Oh ja, ich wollte mein Ladegerät. Das hast du nicht gemacht. Wir sind wegen Ihnen da. Natürlich, wenn ich was gemacht habe, bin ich gleich da. Ich bin urböse. Na ja. Das ist ein Verbrechen in Österreich, wenn ich Leute importiere. Und sag, bitte rufen Sie schon zum Lazarus an, also mein Handy, und bringen Sie es mir runter. Nein, sie hat nicht angerufen, sie hat euch angerufen. Ja, die Kollegen klären das jetzt eh ab, dann werden wir ein Ladegerät schon organisieren. Ja, das ist ja mein Geld. Aber das ist die Hölle, oder? Wenn Mum, auf Mum wird es nicht mehr lustig, glaubt ihr. Gott hat genug. Ja. 41 Jahre auf diesem Planeten. Ja. 41 Jahre. Ich habe mir jeden Scheißtag angeschaut. Wirklich, Alter. Ich lese 2 Bücher am Tag. Ja. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ist kein Schmerz. Ja. Und ich will nicht mehr. Mit der Sitz auch nicht mehr. Ich kann es mir töten, dann kann ich wieder zupfern. Ist alles leid. Ich nehme an, dass er zufrieden sein wird, wenn er sein Ladekabel wieder hat. Ich habe mit Kollegen vorher gesprochen, er war vorher auf einer Polizeiinspektion, hat da ganz wieder ganz was anderes wollen. Also da hat er gefordert, dass die Polizisten eher mittels Schuldschein an Geld aushändigen, dass er in die Steiermark fahren kann. Jetzt ist er da, weil er ein Ladekabel, also er hat heute schon mehrere Einsätze verursacht, immer mit irgendeinem anderen Grund. Schwieriges Kabelgleis, wird heruntergebracht. Und weil es so schwer? In dem Land stimmt es einfach nicht mehr, auf dem ganzen Planeten stimmt es nicht mehr. Es hört da keiner zu, oder? Ladegerät, hab schon gehört. Ja, ohne Strom ist für den Arsch, ne? Kannst du den Boden reinstecken. Ne? Ich bin ja kein Wunderheiler, aber ich. Ja, der Jesus war kein Heiliger. Ja. So, jetzt haben Sie einen Ladekabel, ne? Ja, ja, aber kein Strom. Na ja, bitte, ich meine, was soll ich jetzt? Das soll ich meine Tochter ist in Gefahr, das ist kein Schmerz. Sie haben das ja den Kollegen jetzt alles erzählt. Ich sage Ihnen jetzt, was da drinnen ist. Ja? Ja? Und zwar, Sie dürfen da jetzt natürlich nicht rein, weil es ist ja jetzt keine Besuchszeit. Haben Sie den Lazarus angeschaut? Die kennen mich da oben, die lieben mich. Ich komme jede Woche seit 13 Uhr daher. Die Schwester war so da herunten, ich glaube, sie haben mir das gebraucht. Ja, aber fragen Sie kurz. Sie weiß nicht, dass ich ausstecken will. Haben Sie gesagt? Sie dürfen da jetzt nicht rein. Und gesagt? Wenn Sie jetzt keine Ruhe geben, dann dürfen haben Sie Hausverbot für die nächsten, weiß ich nicht wie lange. Dann glaube dürfen Sie gar nicht mehr meine. Na ja, dann glauben Sie es nicht. Wenn ich ein Ladekabel hole, kann es mir kein Hausverbot geben. Nein, es sind da nicht lästig. Da sind 350 Patienten. Leute. Das sind 350 Patienten. Das ist ein Haus, da soll Ruhe herrschen. Schauen Sie mal auf die Uhr. Ich glaube, wie kommen Sie auf die Idee, dass da alle Nadisch machen? Da. Wenn meine Tochter da ist jetzt keine Tochter in Gefahr. Hey, das ist in Graz. Da ist ja, dann sehen Sie es ja. Wenn meine Tochter in Gefahr ist, mache ich alle ganz Österreich kritisch. Ja, wenn ja, Sie jetzt einen Strom haben, dann fahren Sie am S-Bahnhof. Da gibt es zum Ausstecken gratis einen Strom. Ich kriege alle eine Klage. Wie helft es mir alle nicht? Nochmal, ich bin Staatsbürger, Österreicher, 41 Jahre. Keine Kriminalpolizei, keine Drogen. Ich mache nichts mit Kindern, ich liebe meine Familie, alles leid, oder? Bei solchen Fällen ist es oft so, dass das in gewissen Phasen immer abläuft. Also es war bei dem Herr auch so, dass er Phasen gehabt hat, wo man glaubt hat, man ist sein bester Freund. Und dann hat es wieder Phasen gegeben, wo er Gott und die Welt verklagt. Und ja, letztendlich steht es natürlich jedem frei, jeden Mann zu verklagen. Und das Ganze wird dann ja einfach im Wege des Gerichtsverfahrens entschieden. Das kommt sehr oft vor, dass man da mit Klagsdrohungen bedroht und Anführungszeichen wird. Eingetreten ist aber noch nie. Bewohner des 16. Bezirks haben sich bei der Polizei gemeldet, weil sie verdächtige Zeichnungen neben ihrer Wohnungstür entdeckt haben. Sie befürchten, dass es sich dabei um Gaunerzinken handelt. Diese Zeichen da an der Wand waren die. Und das zählt dann, oder wie? Nein, da. Es war dieser Kreis, ein Strich drunter, ein Strich nach oben, noch ein Kreis daneben und ein X da drunter. Schlauerweise haben wir es gleich weggewischt.
Und Sie haben sich aber aufgeschrieben auf einen Zettel, wie das ausgeschaut hat. Ich habe das heute gegoogelt und so hat das Ding ausgesehen. Und na, AXL haben Sie da einer. Dr. Google halt erzählt. Na ja, stimmt, das ist der Herr Google. Herr Google sagt alleinstehende Person und. Stimmt aber ja. Nicht, oder? Ja. Nein. Nicht mehr, nein, schon länger mehr. Ja. Und wie lang ist das schon? Haben Sie auch noch? Nein, das war sogar mit Kugelschreiber, da ist das drüber, da ist der Strich drunter, da sieht man vielleicht noch das, den einen Kreis und das haben wir halt gleich weggewischt, haben Sie dort. Ja. Und das X hätte ich jetzt gar nicht gesehen, was Sie da drunter war, nicht ein kleineres Teil. Ja. Irgendwo gesetzt. Google hat ein Stück mehr erzählt, was noch ein bisschen unsicherer war, das Ganze alles. Mhm. Ja, ja. Man muss nur mal sicher zu gehen, ich bin nicht durchs Haus spaziert, ob sonst irgendwo war. Ja, wir werden dann eh schauen, schauen, ob woanders auch noch was ist. Und siehst du, wir können auch nicht sagen, wie lange es schon da ist, keine Ahnung. Ja. Wüsst du nicht, warum jemand im fünften Stock da in dem Frühstück lehnen sollte und einen Kugelschreiber an die Wand malt? Es gibt Einbrecher, die vorher einmal das Haus abgehen und schauen, was sie da im Haus tut, beziehungsweise ob sie irgendwas über die Bewohner herausfinden können. Und die andere Partie oder er selber dann geht dann hinten nach und macht eigentlich dann vollendete Tat und macht den Einbruch. Und davor werden mit Zeichen, die man als Normalsterblicher jetzt da nicht deuten kann, so wie das da, was an der Wand war, werden da Hinweise hinterlassen. Und jetzt weiß der dann wirklich den Einbruch begeht, wer da wohnt, ob es einen Hund gibt, ob das besonders Polizisten zum Beispiel gibt, eigene Zeichen. Was das jetzt im Speziellen heißt, weiß ich nicht auswendig, aber wir werden das herausfinden. Es fängt an schon beim Zylinder zum Beispiel. Ja. Also bei dem Zylinder ist er schneller drinnen wie Simon Schlüssel. Okay. Ja, weil ihm einfach diese 1-2 mm schon reicht, dass er da ansetzt. Da kann er eine Tresortür her tun. Wenn da eine Schwachstelle ist, nutzt das gar nichts. Gut zu wissen. Ja? Vielen Dank. Alles klar. Gut, dann gewinnen wir. Sehen wir das, glaube ich. Ja. Passt. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Gell? Wiederschauen. Wiederschauen. Alles Gute. Danke. Also wir werden jetzt einmal erheben, ob es irgendeinen Hinweis darauf gibt, was diese Zeichen heißen, ob das auf eine bestimmte Tätergruppierung hindeutet. Wir schreiben darüber eine Meldung. Das wird dann in einer Stelle gesammelt, wo das dann ausgewertet wird. Und dann bekommen wir möglicherweise Erkenntnisse, wo man dann weiter dran arbeiten kann. Im restlichen Wohnhaus entdecken die Beamten keine Zeichnungen. Plötzlich erreicht sie per Funk eine Meldung. Angeblich wurde eine Scheibe eingeschlagen und der Aufforderer hat Geräusche. Sofort fahren Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian zu der genannten Adresse. Weil verdächtige Geräusche gemeldet wurden, vermuten sie, dass in dem Haus eingebrochen wurde. Funkstelle Boller 110 eintreffen. Da es sich um ein leerstehendes Gebäude auf einem weitläufigen Areal handelt, gestaltet sich der Einsatz für die Beamten kompliziert. Wir schauen, dass wir jetzt einmal von allen Seiten schauen, was da eigentlich los ist. Es ist da ein Fenster, wo die Scheibe kaputt ist. Allerdings, da kann man nicht rein. Das ist die äußere Scheibe. Dazwischen ist noch ein Gitter, also da ist nicht jetzt wirklich was zu befürchten, dass durch das Fenster jemand jetzt in das Gebäude eingedrungen ist. Die Kollegen schauen jetzt noch mal rundherum, ob da irgendeine andere Möglichkeit besteht. Personen sind im Garten außer uns jetzt keine anwesend. Und wenn wir dann nichts finden, wo da jetzt der rein hätte können, weil da sind auch zum Beispiel, es dürfte auch schon der Wind oder was auch immer, da tätig gewesen sein, weil das sind schon morsche Fenster teilweise. Und wenn da der Wind einmal reinfährt, natürlich fällt da die Scheiben dann raus. Ne? Dann ist es Gott sei Dank halt nichts gewesen. Na, da rinnt ein Wasser runter von irgendwo. Innen rinnt es runter, das ist ganz arg innen drinnen. Hinten siehst du das, wenn du das runtergehst, auf der Innenseite, okay. Von oben bis runter, ja. Über das Fenster drin. Okay. Aber kannst unten schauen. Ist halt die Frage, ob die Feuerwehr was macht, nicht, wenn kein Ding ist, wenn keiner drin wohnt? Naja, fragen kann man es ja. Ich frage es einmal. Ja. Für die Polizisten wird klar, dass kein Einbrecher, sondern der Wasserschaden hinter den gemeldeten verdächtigen Geräuschen steckt. Die Feuerwehr kümmert sich darum, diesen zu beheben. Die Feuerwehr versucht jetzt da ins Haus hinein zu gelangen und so wenig wie möglich Schaden dabei anzurichten, dass man das natürlich auch dann wieder ordnungsgemäß versorgen kann.
Sie probieren es jetzt über die hintere Türe, aber wie man sieht, die ist auch sehr, sehr widerstandsfähig. Man muss halt natürlich auch schauen, dass da jetzt kein Fenster zu Bruch geht oder sonst irgendwas, eben, dass man dann nachher nicht noch mehr herrichten muss, als wie es den Nutzen erfüllt. In weiterer Folge, wenn dann einmal die Tür offen ist, wird hoffentlich entweder der Wasserhahn oder die undichte Stelle schnell gefunden sein und behoben sein und dann wird die wieder zugemacht und dann, das war's dann. Das ist alles hin. Da schaut dir das an. Bist du narrisch? Also das ist wirklich alles hin. Ich habe das schon gesehen in einer kleinen Wohnung, aber in so einem großen Haus habe ich das noch nicht gesehen. Ne? Das war von den Schäden, die da entstanden sind, sicherlich eine kostspielige Angelegenheit, weil man ja auch nicht weiß, wie lang das schon ist. Also es war ja schon sehr hoch, das Wasser. Und die ganzen Holzmöbeln, es war ja Klavier, es waren alte Möbeln drin, also es war ja ehemalige Botschaftsgebäude, war ursprünglich sicher ein sehr schönes Gebäude, leider halt sehr verfallen mittlerweile. Aber das Wasser hat dann offensichtlich oder wahrscheinlich zu befürchten noch das Übrige dann getan. Also der Hauptwasserhahn ist gefunden worden, weil dort, wo der eigentliche Wasserschaden ist, da kommen die auch nicht zu, weil da ist wieder eine Tür versperrt. Und damit man da nicht auch wieder was kaputt machen muss, ist der Hauptwasserhahn jetzt abgedreht worden. Und irgendwann im Laufe der nächsten Stunden wird es dann wahrscheinlich aufhören zum Runterrinnen. Und alles Weitere muss dann der Besitzer, in dem Fall halt der Botschafter bei uns in Wien, weiter veranlassen, dass das repariert wird oder auch nicht. So, ich war jetzt überall und auch dort, wo die gesagt hätten, die Tür war zu, es hat einmal angerempelt und die Tür war offen. Ja. Weil die hat nämlich gar kein Schloss. Aha. Das tief hat der Heizkörper raussehen. Unter den Heizkörper, also ein Wasserblasen unter dem Teppich, der ist draufgestiegen. Ja. Wow, das ist alles ein Fetzen wieder. Na was, ja. Das kannst du da nicht anschauen, da musst du unter Tags kommen, das siehst du nichts. Mit meinem Fusellampe Lampe nein, überhaupt. Das ist nicht mein einziger. Ist nicht denkmalgeschützt. Das wie, Haus. Ich habe mich jetzt auch gefragt, ob das denkmalgeschützt ist, das Haus. Ach so, hat wer gesagt, dass das ist? Nein, aber mich hat es interessiert. Ja, weil man, also ich glaube, du bist daneben gestanden. Nein. Weil sie nämlich gesagt haben, das ist vielleicht irgendein so. Versicherungsfall, dass man das anreißen kann, dann nicht mit so einem Wasserschaden. Ach aber es ist so, nicht denkmalgeschützt. Okay. Ne? Der Herr möchte sie einpacken, glaube ich. Oder die Dame. Grüße. Na, packen Sie ein, dann ist alles in Ordnung. Na, da haben Sie einen Parkplatz, da können Sie einpacken. Ja? Manchmal ist es schon sehr anstrengend, das Leben. Da ist so ein riesen Parkplatz auch noch. Ich glaube, ich lasse den Block gleich heraus. Was da noch passiert. Tatsächlich lässt der nächste Einsatz nicht lange auf sich warten. Karin und Christian werden von Kollegen zur Unterstützung angefordert, nachdem es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen ist. Dann ist unten gestanden und die Frau hat gesagt, er hätte gern den Laptop und er möchte herkommen. Und dann hat sie gesagt, nein, er kommt eh runter. Und er hat unten gewartet. Und dann ist ihm dann auch runtergekommen und hat ihn dann treten, ja. Ist runtergefallen, Stufen runtergefallen, dann auch den Kopf getreten. Und jetzt ist die Schulter ausgerenkt, und der Ballen im Kopf. Gut, und jetzt gehen wir auf und holen den an. Das dürfte der neue Freund sein. Er ist 70 bis 80 groß, hat kurze blonde Haare und soll alkoholisiert sein. Danke. Ja. Da wurde offensichtlich eine Person vom neuen Mann, Lebensgefährten, Freund, der Ex-Freundin, Frau, Lebensgefährtin, doch sehr massiv am Körper verletzt. Und da der Täter sehr aggressiv sein sollte und alkoholisiert, er hat am Boden liegenden Mann und Kopf hingetreten. Und zu Eigensicherungsgründen haben sie jetzt Verstärkung geholt und wir werden sie den Burschen einmal anschauen. Der Ex-Partner der Frau hat die Polizei verständigt. Er wurde bei dem Streit verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der zweite Mann soll sich in der Wohnung der Frau aufhalten.
Nehmen Sie mich raus? Giftfutter zusammen. Der Herr will den Pullover. Das ist. Riecht sehr massiv nach Cannabis. Kommen Sie weg, kommen Sie weg. Wie viele Personen sind da mit der Wohnung? Nein, sorry, ich. Die Frau und das Kind? Ja. So, was ist passiert? Vorher? Wo ist die Frau jetzt da? Wie heißt denn die Frau? Wie? Frau, kommen Sie auch her? Jetzt kommen wir vorher Sie als. Paulina, bitte auch einen Ausweis. Du fahr rein, komm, ich komm da rein. Ich geh mit. Ja, da, sie was ist passiert mit dem Mann unten? Jetzt früher kommen Sie Ex-Mann und ich gehe unten, mache eine Tür auf und er will schlagen. Und ich und er schlagen zusammen. Und dann ich sage, hör auf mit dieser Scheiße und so. Er sagt, ja, okay, ich mache auf mit dieser. Und dann er geht weg und sagt, ich jetzt gehe zwei Straßen unten, da wohnen meine Brüder und ich bringe eine Waffe. Und das ist alles. Wie sollte der das machen? Sie sind ja aber im Gegensatz zu ihm gar nicht verletzt und er ist sehr schwer verletzt. Nein, er kommt hier, machen Stress, ganze Zeit rufen, zwei Stunden bei Sie. Aber wieso sind Sie gar nicht verletzt und er ist so schwer verletzt? Nein, er mich attackiert, ich gebe ihm zurück, was, weißt du, ein, zweimal, dreimal geschlagen zurück oder so. Nein, oh ja, glaube ich nicht, nein. So getreten, als er am Boden gelegen ist? Nein. Na ja. Sie sind der Freund von der Dame? Sie sind zusammen, nein, oder nicht? Und nur Bekannter? Nein, jetzt, ich bin jetzt mit Sie zwei Monate zusammen. Zwei Monate? Ja, und er ist extra. Und jetzt kommen wir und machen Stress. Ja. Ich komme unten, ich mache eine Tür auf und er muss sofort schlagen. Mhm. Und wo sind Sie dabei getroffen worden? Da auf Gesicht und ich auch treffen zurück auf Gesicht. Er liegt auf Boden, dann schon wieder aufstehen. Ja. Und ich sage, hau auf mich, diese Scheiße. Das sagen ja, okay. Und ich sage, du musst mir verstehen, ich sage, ja. Und dann kommen wir weg und sagen, ich komme jetzt zwei Gassen unten, da waren meine Brüder. Ich bringe ja, und was war noch dazwischen, zwischen dem Ganzen? Nichts. Also Sie haben nur einmal mit der Faust hingeschlagen, oder wie? Nein, einmal schlagen und ich schlage er zurück. Ja, auch zweimal sonst, oder dreimal, das ist alles. Sonst nichts? Nein. Haben Sie irgendwas einstecken, Messer oder irgendwas? Gar nichts. Auch kein Gras. Okay. Im Moment beschränken Sie unsere Maßnahmen darauf, dass wir mal die Kollegen unterstützen, die die Amtshandlung haben. Die werden auch die Amtshandlung weiterführen und wir werden uns darauf beschränken, dass wir schauen, dass nichts passiert, dass wir die Sicherheit herstellen. Und dann werden wir schauen, was die Kollegen von der Kopfstraße dann weiter machen, weiter fahren, weiter Amtshandlung. Und solange es notwendig ist, werden wir es unterstützen dabei. Der Mann wird für eine Einvernahme auf die Dienststelle mitgenommen und bekommt dort eine Anzeige ausgehändigt. Im Endeffekt war es so, dass heute der Ex-Mann von der Dame zu Besuch gekommen ist. Die wollten das beide nicht, weil es dürfte schon vorher Anrufe gegeben haben, wo sie sich beschimpft haben. Jetzt ist der neue Liebhaber der Frau runtergegangen. Es hat der Streit begonnen, die haben sich geschlagen, wobei der andere den Kürzeren offenbar gezogen hat, weil der ist jetzt im Spital und er eigentlich sehr unverletzt ausschaut. Und das Ganze wird jetzt zur Anzeige und fertig.